Endlich gibt es eine Alternative zu SodaStream PET-Flaschen und Glasflaschen. Made of Steel ist die erste Edelstahl-Trinkflasche, die mit SodaStream-Wasserspulern kompatibel ist. Made of Steel kommt umweltfreundlich und gut verpackt. Die Verpackung besteht aus Papier und einem Pappkarton. Vorbildlich. Es gibt die Flaschen in zwei verschiedenen Größen. Made of Steel Flipper mit 0,75 Liter Fassungsvermögen und Made of Steel Moby Dick mit 1 Liter Fassungsvermögen. Sprudelwasser passt übrigens etwas weniger rein. Dazu gleich mehr. Beide Flaschengrößen sind mit den Modellen Easy, Easy One Touch, Power und Spirit kompatibel. Die kleine Flasche passt außerdem in die Modelle Crystal 1.0 und 2.0. Ich mag, dass die Trinköffnung nicht zu groß ist. So kann man bequem trinken, selbst im Gehen. Bei manchen Trinkflaschen stört mich die große Öffnung. Da kann man sein Getränk nach dem Sport nicht so schön hektisch herunterstürzen. Hier ein kurzer Vergleich zwischen den Original-SodaStream-Flaschen und den beiden Made of Steel-Varianten. Design und Verarbeitung der Made of Steel-Flasche gefallen mir sehr gut. Beide Flaschengrößen kosten gleich viel. UVP 29,90 €. Das ist zwar nicht besonders günstig, aber andere hochwertige Edelstahlflaschen kosten ungefähr das gleiche. Zeit zu sprudeln. Das Sprudeln funktioniert genauso, wie man es von seiner SodaStream-Flasche gewohnt ist. Dafür füllen wir die Made of Steel-Flasche zunächst mit Wasser. Hier die richtige Menge zu treffen ist gar nicht so leicht. Ein Füllstrich ist nicht vorhanden. Um weder zu viel noch zu wenig einzufüllen, kannst du dein Wasser abwiegen oder abmessen. In die große Flasche füllt man 870 ml Wasser. Inklusive der Flasche, ohne Deckel, macht das ein Gewicht von 1130 Gramm. In die kleine Flasche füllt man 580 ml. Das macht dann inklusive Flasche ohne Deckel 770 Gramm. 580 ml sind übrigens 60 ml weniger als in der SodaStream Crystal Glasflasche. Trotz des Edelstahls ist die Flasche relativ leicht. 220 Gramm wiegt die 0,75 Liter Variante und 289 Gramm die 1 Liter Variante. Thermofunktion hat die Flasche keine. Sie hält die Getränke weder besonders warm noch besonders kalt. In all den Monaten, in denen ich die Flasche jetzt getestet habe, ist mir noch nichts übergelaufen. Der Deckel hält komplett dicht. Selbst bei Sprudelwasser. Wer einen Abtropfhalter seinen eigenen nennt, kann beruhigt sein. Die Made of Steel Flaschen passen problemlos in normale Abtropfhalter. Fazit. Ich kann die Made of Steel Edelstahlflasche absolut empfehlen. Sie verbindet die Vorteile von PET-Flaschen, robust, bruchsicher, leicht, mit den Vorteilen von Glas. Umweltfreundlich, gute Haptik, schöne Optik. Mit knapp 30 € ist die Flasche zwar nicht günstig, aber Design, Verarbeitung und Funktionalität überzeugen.